Tabula Herbe, mein Name, vom Dialog- und Transferzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich möchte Ihnen heute zwei Studien vorstellen, die ich ziemlich wichtig finde, nämlich zur Frage, wie eigentlich Personal, Anzahl des Personals, Qualität des Personals mit Lebens- und Pflegequalität der Bewohner zusammenhängt. Ja, zu diesem Themenfeld gibt es recht zentrale Fragen, die ich erstmal so vorstelle. Also kann man denn pauschal sagen, dass die Lebensqualität der Bewohnerinnen und die Pflegequalität sich erhöht, wenn der Personalschlüssel steigt? Oder hängt das weniger mit der Anzahl, sondern mit dem Ausbildungsniveau und dem Personalmix zusammen? Gibt es einen zwingenden Zusammenhang zwischen dem Grad der Pflegebedürftigkeit der Klienten und der Anzahl des Personals? Also könnte es nicht auch sein, dass Menschen mit einem hohen Grad der Pflegebedürftigkeit eine geringere Anzahl von Personal benötigen und Menschen mit einem mittelgroßen Pflegebedürftigkeitsgrad mehr Personal benötigen, weil sie mehr Wünsche haben und mehr Anliegen haben und mehr Alltagssorgen haben? Oder hängt diese Frage eher am Ausbildungsniveau und Personalmix? Also könnte es sein, dass hochgradig pflegebedürftige Bewohnerinnen vielleicht quantitativ weniger, aber qualitativ besser ausgebildete Mitarbeiter benötigen und Bewohnerinnen mit einer mittleren Pflegebedürftigkeit eher hochqualifiziertes, dafür aber quantitativ mehr gering qualifiziertes Personal benötigen? Ja, also noch einmal so die Frage, gibt es da wirklich eine zwingende Korrelation zwischen Pflegebedürftigkeit und Anzahl des Personals? Oder können unterschiedliche Grade der Bedürftigkeit nicht auch so sortiert werden, dass auch sehr einrichtungsabhängig ist oder auch eben abhängig ist von der Art und Weise, welchen Bewohnermix man dort hat. Ja, das sind so die eine Gruppe von Fragen, und die andere ist so, welche Prozesse oder Mechanismen jenseits der Quantität tragen zur Qualität bei, also Pflegephilosophie, Teamkultur, flache Hierarchien, größtmögliche Selbstbestimmung der Pflege, Anerkennung, hilfreich und unterstützend wahrgenommene Leitungen. Ja, bei all diesen Themen, woran macht man das denn fest? Also von welcher Qualität ist denn die Rede? Und selbst wenn man sich darüber einig ist, Lebenspflegequalität, wie messe ich sie? An all diesen Fragen hat sich die Pflegeforschung in den letzten Jahren ziemlich festgebissen, wobei insgesamt die Ergebnisse nicht wirklich sehr überzeugend sind. Da kann man sich schon fragen, ob es eher doch eine politische Frage ist. Ja, bei den vier vorgestellten Studien geht es ein Stück weit um State of the Art, also was weiß man darüber. Und dabei werden primär englischsprachige Veröffentlichungen genutzt. Also deutschsprachige Veröffentlichungen tauchen hier nicht bei auf. Gut, gehen wir mal zum ersten Fragebereich, Lebensqualität und Personalschlüssel. In der Literatur besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Mitarbeiter die wichtigste, aber auch die teuerste Ressource für Lebens- und Pflegequalität darstellen. Ja, es gibt zu diesem Themenbereich, also wie viele Mitarbeiter braucht man für wie viele Bewohner, von welchem Grad der Pflegebedürftigkeit, zwar viele Studien und Reviews, aber die meisten schließen damit, dass sie eher gemischte Resultate aufweisen oder keinen eindeutigen Zusammenhang belegen können. Dafür der Grund sind erhebliche methodologische Probleme. Ja, es spielt die Größe der Einrichtung eine Rolle. Also es ist möglich, dass man in kleinen Einrichtungen mehr oder weniger Personal braucht als in großen Einrichtungen. Ja, so dann die jeweiligen pflegerischen Herausforderungen. Ja, so. Die sind ja auch nicht immer gleich, also selbst Menschen mit der gleichen Diagnose oder auch der gleichen medizinischen Verfassung können sehr unterschiedliche Pflegebedürfnisse haben. Ja, ne? Ja, und dann die unterschiedlichen Organisationsformen, also gemeinnützig oder privat, all dies spielt eben letztlich eine Rolle, wie man das denn hier operationalisieren kann. Gut, kann man denn sagen, dass man für alle Bewohnergruppen gleiche
Bedürfnisgruppen entwickeln kann. Und wenn man diese gleichen Bedürfnisgruppen denn hätte, dann ist das schon eine große Fragestellung, ob man das hinkriegen kann. Dann ist noch die Frage, wer kann denn jetzt über die Pflegebedarfe am besten Auskunft geben? Der Klient selbst, die Angehörigen, die Pflegenden, die Aufsichtsbehörden, alle? Und wenn, in welchem Zusammenhang? Ja, also die Vielzahl der Studien nutzte unterschiedliche Methoden und Instrumente, sodass die Ergebnisse dieser Studien oft schwer vergleichbar sind. Und dass sie sich deswegen weniger gut gegenseitig bestätigen oder korrigieren. Das heißt also, demnach ist es fast unmöglich, eine pauschale, einheitliche Antwort zu geben. Und die Autoren nutzen jetzt allerdings dann dennoch 34 Studien, die ihren Qualitätsanforderungen genügen, um ein paar zentrale Antworten geben zu können. Zur Quantität insgesamt. Offensichtlich ist es so, dass eine rein quantitative Erhöhung des Pflegepersonals insgesamt nicht unbedingt und in jedem Fall die Lebens- und Pflegequalität der Bewohner erhöht. Dennoch kann man sagen, wenn der Anteil examinierten oder diplomierten Personals höher ist, in Kanada nennt sich das Registered Nurse, dann gibt es tatsächlich weniger die DiCobiti-Blaseninfekte, Notaufnahmen und Hospitalisierungen, wenn man denn glaubt, dass das Zentrum von Lebens- und Pflegequalität darstellt. Aber daran macht man es fest. Höhere Anzahl von Mitarbeitern in der Pflege insgesamt gehen dann einher mit reduzierter Depressivität, Krankenhauseinweisungen, Kontrakturen und Defiziten. Und umgekehrt, je weniger Pflegepersonal insgesamt zur Verfügung steht, desto höher die Anzahl aggressiver, mit Gewalt im Zusammenhang stehender Vorkommnisse. Also insofern kann man also sagen, zusammenfassend, es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Ausbildungsniveau der Mitarbeiter und dem Lebens- und der Pflegequalität der Bewohnerinnen. Und dann kann man auch den Umkehrschluss ziehen, setzt man mehr ungeschulte Mitarbeiterinnen ein, dann ist eine schlechtere Versorgung unvermeidlich. Das gilt besonders dann, wenn wir es mit komplexen Pflegekontexten zu tun haben, also wo physische, psychische und palliative Bedarfslagen, also insgesamt eine multimorbide, geriatrisch-gerontopsychiatrische Versorgungslage vorliegt. Das ist ja immer im Grunde genommen die komplexeste Pflegesituation und genau für die braucht man eigentlich die am höchsten qualifizierten Mitarbeiter. Allerdings betonen die Autoren auch, da kommen wir dann gleich nochmal zu, dass allein der Anteil von diplomierten Mitarbeitern nicht so viel bringt, wenn die Zusammenarbeit im Team, die Kommunikationsqualität, eine angemessene Führung, eine Rollen- und Verantwortungsklarheit sowie angemessene Räumlichkeiten und Technik nicht gewährleistet ist. Abschließend zeigen die Autoren, dass sie schon etwas überrascht und auch enttäuscht sind, dass man in dieser zentralen Frage eher vergleichsweise schmale Erkenntnisse hat. Ja, kommen wir dann zur zweiten Studie. In dieser zweiten Studie geht es um etwas, das mal das Themenfeld erweitert. Also die Frage ist, so innerhalb welcher Kontexte führen welche Prozesse und Mechanismen zu einer Veränderung des Verhaltens von Pflegenden, das in einer besseren Lebens- und Pflegequalität der Bewohnerin resultiert. Solche Zusammenhänge nennt man Context Mechanism Outcome Configurations, nun denn. Ja, also die Autoren versuchen solche Zusammenhänge im Sinne einer Theorie zu durchdringen und damit zugleich auch Ebenen zu benennen, auf die man einwirken kann, um das Verhalten der Pflegenden so zu optimieren, dass innerhalb bestimmter Kontexte ihr Verhalten zu einer besseren Lebens- und Pflegequalität führt. Und diese Theorie ist sozusagen laufend in ihrer Entstehung abgeglichen worden mit relevanten Interessengruppen, also Bewohnerinnen, Angehörige, Heimleitungen und das zentrale Schlüsselkonzept, das in diesen Diskussionen sich herausgeschält hat, war, dass es im Kern um die Qualität der alltäglichen Interaktion zwischen Mitarbeitenden und Pflegenden geht, also das, was wir so Beziehungsqualität nennen, ne? Also welche Gefühle und Empfindungen letztlich das Mitarbeiterverhalten bei den Bewohnerinnen auslöse, das war im Blick der Angehörigen und der Heimbewohner der wichtigste Faktor. Im Englischen, how staff made residents feel.
Ne? Um sich an diese Frage heranzutasten, haben die 66 Studien ausgewählt und ausgewertet und sind dann zu 6 Hypothesen gekommen, die dieses beschreiben. Erste Hypothese: Es bedarf in der Pflegephilosophie eines Kontextes, in der kontinuierliche Beziehungen erlaubt zwischen Bewohnern und Mitarbeitenden, sodass zwischen beiden ein vertrauensvolles Verhältnis wachsen kann. Sie finden einen gemeinsamen Rhythmus, einen Takt, sie lernen einander zu lesen, zu verstehen. Ja, es gibt einen geringen Mitarbeiterwechsel mit reichlich Gelegenheit zu Kontakt und Zusammensein, auch außerhalb von pflegerischen Verrichtungen. Man interessiert sich füreinander, man lebt ein Stück weit miteinander, man lernt voneinander und im Endeffekt erkennen die Mitarbeiter die Bedürfnisse schnell und reagieren spontan richtig. Ja, und die Annahme ist, dass kleine Gruppen für solcherlei Anpassungsprozesse günstig sind und große Gruppen einen solchen wechselseitigen Anpassungsprozess eher erschweren. Der zweite Faktor sind Angehörige als Experten. Also gedacht wird hier, dass man sowas aufbaut wie eine gemeinsam geteilte Sorgebeziehung, wo man die Angehörigen als Experten für die Bewohner und auch als Advokaten respektiert und auf verschiedenen Arbeitsebenen sich bemüht, mit ihnen zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Also auch Pflegeplanungen werden gemeinsam verfasst und Fallbesprechungen werden möglichst zusammen durchgeführt. Das ist der zweite Mechanismus, der zu einer hohen Lebens- und Pflegequalität führt. Dann die dritte, da gehen wir jetzt eher so ins Team. In der dritten Hypothese, da geht es um die Wechselseitigkeit im Team, also letztlich um die Teamdynamik, um die Teamqualität. Und dafür ist der entscheidende Faktor die Bereichsleitungen. Die sollen also eine gute Kommunikationskultur entwickeln, eine gewünschte Pflegepraxis offen vorleben, ja, dafür Sorge tragen, dass alle Teammitglieder über einen gemeinsamen Wissensfundus verfügen. Die Mitarbeitenden lernen, sich aufeinander zu verlassen, einander zu vertrauen, Konflikte auszutragen, respektvoll miteinander umzugehen, einander zu helfen und füreinander Sorge zu tragen. Also eine solche Teamdynamik, die kommt also Mitarbeitenden und Bewohnern im gleichen Maße zugute. Und solcherlei Teams, die lernen besser und kooperieren besser. Entscheidend dafür sind die Wohn- oder Pflegebereichsleitungen. Der vierte Faktor, das nennen Sie Autonomie in der täglichen Arbeit. Also sind diese Faktoren, die wir oben genannt haben, also der Bewohner steht im Mittelpunkt, die Angehörigen werden als Experten genutzt, die Wechselseitigkeit im Team ist sehr hoch. Dann kommt der dritte Aspekt, wenn ich all diese drei Dinge habe, dann wächst die Autonomie. Das heißt, die Mitarbeiter haben größere Sicherheit und Selbstvertrauen in dem, was sie tun. Sie können den Herausforderungen besser begegnen, sehen sich in ihrer Kompetenz gestärkt. Und das wiederum erhöht die Fähigkeit, die Pflege zu individualisieren. Ja, und je mehr ich in der Pflege das machen kann, was ich fachlich und sachlich für richtig halte, desto mehr wächst die, so nennt man das, intrinsische Arbeitszufriedenheit. Das heißt, ich kann so arbeiten, dass es den Bedürfnissen des Bewohners und meinen eigenen Ansprüchen optimal genügt. Und wenn das so klappt, also wenn jeder hochindividualisiert pflegen kann, dann kommt das wiederum dem Team zugute, da das Team insgesamt auf die individuellen Kompetenzen und verschiedenen Begabungen der Teammitglieder zurückgreifen kann. Das wiederum erhöht die Anpassungsfähigkeit des gesamten Teams. Also je individueller, je autonomer und kompetenter die einzelnen Pflegenden ihre Arbeit erledigen können, desto höher ist die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Gruppe. Auch hier wird wieder vermutet und auch teilweise begründet, dass das in kleinen Gruppen besser klappt als in großen Teams. Ja. Und gut, wenn so ein Team sich diese Kompetenz als Kollektiv erarbeitet hat, dann schafft das auch einen hohen Grad von Anerkennung und Berufsstolz in der Pflege. Ja, daraus resultiert dann letztlich, oder ein weiterer Kontextmechanismus, der dann reingreift in diese Prozesse, ist die Anerkennung und Belohnung.
Also Leitende nehmen die geleistete Arbeit individuell wahr, würdigen sie, interessieren sich für die Details der Arbeit, ja, arbeiten eng mit den Mitarbeitern zusammen, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Die Mitarbeitenden fühlen und erleben, dass ihre Meinungen geschätzt und gefragt sind, und emotional belastende Erfahrungen werden geteilt mit dem Ziel, gemeinsam aus ihnen zu lernen. In dieses gesamte Feld hinein kommen dann natürlich Fort- und Weiterbildungen und auch Pläne immer wieder für eine Karriereplanung. Interessant ist, dass in diesen Aspekten Anerkennung und Belohnung die Bezahlung bislang in der Forschung eine eher untergeordnete Rolle spielt. Gut, und dann letztlich sechstens die kulturelle Kompetenz. Also die Autoren rechnen damit, dass die Pflege und die Teams kulturell immer diverser ausfallen und dass ein wechselseitiger Respekt für unterschiedliche Kulturen und die aus diesen stammenden Wahrnehmungen, Empfindungen, Erfahrungen und Urteile von zentraler Bedeutung sind. Also das bedeutet, je kulturell diverser ein Team ist, desto höher ist ja auch die Bereitschaft, die individuellen Bedürfnisse der Bewohner wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Das heißt, kulturelle Diversität pflegt oder berücksichtigt eigentlich auch die Fähigkeit, Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu erfüllen. Ja, die Autoren halten diese sechs Konfigurationen für ja, entscheidend. Ja. Die sind eng miteinander verbunden, aber alle haben einen, wenn man will, roten Faden, nämlich ein gutes Leitungs- und Führungsverhalten, das den effektiven Nutzen von Ressourcen ermöglicht, die Beziehungen zueinander und miteinander stabilisiert und damit ein Verhalten seitens der Mitarbeiter begünstigt, das eine hohe Lebens- und Pflegequalität zum Ergebnis hat. Also das Leitungsverhalten, insbesondere der Pflege- und Wohnbereichsleitung, wird hier als zentraler Schlüssel für die Entwicklung dieser Mechanismen beschrieben. Dazu ist natürlich eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern mit einem Skillmix notwendig, aber die Autoren sind darüber sich einig, dass man dies im Moment quantitativ nicht wirklich gut belegen kann. Siehe oben. Ja, im Ausblick fragen sich die Autoren, welche Art von Leitungs- und Führungskompetenz denn da jetzt besonders erfragt ist und ob es eben auch vielleicht in der Gerontopsychiatrie eines besonderen Leitungsstils und einer besonderen Führungskompetenz bedarf. Ne? Insgesamt hat Leitung bei der Verantwortung, immer wieder Kontexte zu schaffen, in denen sich die notwendigen Kompetenzen aufbauen kann. Und diese Kompetenzen sind wiederum wichtig, um qualitativ hochwertige Pflege zu leisten. Insgesamt kann man also die Qualitätsfrage nicht auf die Frage reduzieren, ob es genügend Mitarbeiterinnen hat, sondern ob der jeweilig vorhandene Kontext ausreicht, um die genannten sechs Mechanismen in Gang zu setzen. Das führt jetzt zu einer wichtigen Konsequenz, nämlich, dass einheitliche Personalanhaltszahlen nicht wirklich sinnvoll sind. Vielmehr muss in jedem Fall individuell geschaut und immer wieder neu geschaut werden, was notwendig ist, um einen Kontext zu schaffen, der den beschriebenen sechs Mechanismen zu wirken erlaubt. Also, so kann es sein, dass die Aufnahme von Klienten mit einem besonders hohen Begleitungsbedarf, zum Beispiel Menschen mit sehr schwierigen Verhaltensweisen, ja, den Teamkontext derart belasten, also diese Aufnahme des Teams derart belastet, dass eine 1:1-Betreuung installiert werden muss, um überhaupt die Wirksamkeit der oben geschriebenen Mechanismen zu erhalten. Das heißt, einige wenige Bewohner mit einem sehr schwierigen Verhalten können diese Kontexte und diese Mechanismen sprengen und damit letztlich die Qualität massiv absinken lassen. Oder ein anderes Beispiel, Personen mit der Tendenz, den Pflegebereich unbeaufsichtigt zu verlassen, mögen in einer offenen Einrichtung eine höhere Anzahl von Personal begründen, als in einer Einrichtung mit einem geschützten oder geschlossenen Bereich. Also auch das ist eine interessante Frage, dass die jeweilige Größe, Konstellation, Ausrichtung der Einrichtung eigentlich jeweils unterschiedliche Personalberechnungen erforderlich macht. Also die Frage nach der Anzahl ist damit nur ein wichtiger Faktor unter vielen.
Nicht sinnvoll dagegen ist es anzunehmen, dass jeder gerontopsychiatrische Bereich, ganz gleich wie groß er ist, an welchem Ort er ist, mit welcher Klientel er bestückt ist, mit welcher Geschichte, nach denselben Kriterien eine Personalzuweisung erhält. Das hätte man natürlich gerne, aber das ist eben so eine gleichmachende Annahme, wo die Autoren sagen, das funktioniert nicht wirklich. Es kommt also demnach, und da sind wir wieder ja, beim zentralen Punkt, es kommt demnach auf eine kompetente, fachlich hoch anspruchsvolle Begründung des jeweiligen Pflege- und Betreuungsaufwandes im Kontext der jeweiligen Einrichtung an. Also die Begründungsfähigkeit dessen, was in diesem Kontext an Personal notwendig ist, um diese 6 Mechanismen in Gang zu bringen, damit eine gewisse stabile Pflege und Lebensqualität erzeugt werden kann. Das ist eigentlich immer wieder neu fachlich und kompetent zu begründen und darzustellen. Ja, war soweit mal diese beiden Studien, die können Sie wie immer schriftlich nochmal nachlesen auf unserer Website, auf unserem Blog. Und wir würden uns natürlich wie immer über Ihre Kommentare, Kritiken, Anregungen sehr freuen. Schauen Sie auch mal unter die anderen Beiträge, die wir da so haben. Inzwischen hat sich doch über die fast schon 3 Jahre so einiges gesammelt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit im Jahr 2022 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.